Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 14 Karrieremodus. Und in der letzten Partie hatten wir ja leider mal wieder eine Niederlage einkassiert. Ja, gegen Werder Bremen ganz, ganz unglücklich mit 1:0. Wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt einschalten, weil das war wirklich sehr unglücklich. Wir hatten wirklich sehr viele Chancen, aber ich möchte natürlich auch nicht zu viel sagen, ja. Ihr könnt gerne reinschauen, wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Sonst, ja, geht's heute weiter natürlich mit dem nächsten Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Und ja, hier ist die Aufstellung für unser nächstes Spiel. Ich habe ein paar Sachen verändert, und zwar natürlich Ilicevic ist verletzt und kann somit nicht spielen, leider. Dafür spielt natürlich Calhanoglu dann, denke ich, auch ein guter Ersatz zumindest für Ilicevic. Dann haben wir im Sturm Rudnevs für Suar, der in den letzten Partien leider überhaupt nicht überzeugen konnte. Somit dann letztendlich, ja, Rudnevs kriegt mal wieder seine Chance. Rechts bleibt Beister, auch offensiv bleibt Van der Vaart. In der Mitte, im defensiven Mittelfeld habe ich dann einmal das komplette Mittelfeld aus, oder ja, die beiden komplett ausgetauscht. Jiracek und ich glaube, Rincon waren da letztes Mal dabei, oder? Ja, müsste eigentlich so sein. Und in diesem Fall sind es dann Asan und Badel, die hier den Kasten zusammenhalten sollen. Oder ja, so ein bisschen im Mittelfeld für den Aufbau und die Aggressivität sorgen sollen. In der Verteidigung bleibt soweit eigentlich alles auch gleich, genau wie im Tor. Außer Lasse Sobich habe ich mal wieder eine Chance gegeben für Johan Giroud. Und mal sehen, wie er sich so schlagen wird. Und wir gehen direkt auch ins Spiel rein gegen Eintracht Frankfurt, wie gesagt, und gucken mal, dass wir hoffentlich mal diesmal ein Dreier einfahren. Es wird eigentlich wirklich, sag mal, Zeit, und es muss eigentlich mal sein. Wir spielen natürlich wieder Weltklasse 5 Minuten und es ist mal wieder heiter, das ist natürlich sehr schön. Und ja, wir spielen in Frankfurt im Waldstadion und Schiedsrichter ist Ludger Falk. Ja, ganz guter Schiedsrichter, keine Ahnung. Weiß ich eigentlich nicht, ich kenne die verschiedenen Schiedsrichter nicht, aber naja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube, jeder Schiedsrichter hat, glaube ich, sogar seinen eigenen Stil so, aber ich weiß jetzt nicht, wer welchen Stil hat. Das weiß nicht, ob man das überhaupt noch rausfinden kann, naja. Gucken wir doch einfach mal, es geht hier, wie gesagt, in Frankfurt zur Sache und wir spielen im Waldstadion. Gucken wir nochmal auf die Tabelle, ich hoffe, wir können es soweit nochmal erkennen, aber ich glaube, wir sind Sechster gewesen, genau. Sechster mit 10 Punkten, Bremen war Vierter, gegen die haben wir letztes Mal verloren und die haben uns somit überholt. Und Frankfurt ist auf jeden Fall hinter uns, soweit ich weiß. Und ja, jetzt haben wir nochmal kurz die Aufstellung gesehen, ist aber nicht so sonderlich interessant, glaube ich. Wir gehen einfach mal in die Partie rein hier. Gegen Eintracht Frankfurt, die spielen anscheinend mit Rosenthal und Kittel im Sturm, glaube ich zumindest. Zwei Leute, die eigentlich keine Stürmer sind, außer ich habe jetzt einen übersehen. Das kann natürlich auch sein. Nee, ich glaube nicht, oder? Ich glaube, ich habe keinen übersehen. Dürfte zumindest eigentlich nicht der Fall gewesen sein. Westermann jetzt mal auf die Außen, auf Jansen. Schwimmen wir hier weiter, ja. Hier weiter, kurz, sehr gut. Van der Vaart jetzt hier, kurz. Und jetzt nochmal hier. Jetzt vielleicht nochmal hier. Joa, nee. Das war nicht so gut gemacht. Oh, da springt einfach mal der Ball durch. Jetzt kann er vielleicht einen langen Ball spielen, der Kittel hier. Aber hat er zum Glück nicht gemacht. Und Diekmeyer ist schön da. Schön gemacht von Diekmeyer. Hat ja auch nicht umsonst eine gute Form im Moment. Jansen jetzt hier weiter auf Asan. Der spielt direkt weiter auf Calhanoglu. Jetzt können wir vielleicht mal einen Übersteiger suchen. Und weiter schön auf Jansen. Der hat jetzt sehr, sehr viel Raum. Und jetzt können wir vielleicht mal in der Mitte gucken, ob Rudnevs sich da gut freiläuft. Das sieht ganz gut aus. Ja, Rudnevs ist da. Und leider an den Pfosten. Jetzt war Van der Vaart sogar. Oh, okay. Van der Vaart mit einem richtig starken Kopfball. Leider geht er an den Pfosten und nicht ins Tor. Schade, schade, schade. Also der hätte auf jeden Fall schon mal drin sein können, auf jeden Fall. Oh, schade von Calhanoglu hier. Die Übersteiger kommt eigentlich richtig gut. Ich hätte mich fast hier durchgesetzt. Aber leider, ja, hat ein kleines bisschen gefehlt, dass ich mir hier wirklich den Ball, ja, an den Gegner vorbeilegen konnte. Jetzt Gegner hier, also hier Frankfurt natürlich über die Außen, über Aigner. Spielt anscheinend hier im rechten Mittelfeld, denke ich, auch mal ein guter Mann. Hat, glaube ich, 5 Sterne auf dem Fuß, soweit ich weiß. Kommt die Flanke hier rein, aber ja, mit Rosenthal ist nicht wirklich ein gefährlicher Mann da vorne drin. Oh, das mache ich natürlich schwach. Das mache ich sehr schwach. Habt ihr gesehen, einfach dem Gegner in die Füße gespielt, im eigenen 16er. Das ist natürlich eine Sache, die führt eigentlich immer zu einem Tor. Die muss eigentlich bestraft werden. Wird die zum Glück jetzt nicht, aber ja, eigentlich muss man, darf man sich sowas nicht erlauben. Also, wenn man hier gewinnen möchte, dann darf man sich wirklich sowas nicht erlauben. Jetzt schöner Doppelpass hier. Asan ist jetzt schön in der Mitte und, oder bringt schon die Flanke in die Mitte, so, und Rudnevs ist da und macht das 1:0. Ja, schön gemacht von Rudnevs und schön gemacht von Asan und auch schön gemacht von Van der Vaart. Ja, Van der Vaart und Asan, wie gesagt, mit einer guten Doppelpasskombination und dann macht Rudnevs hier einfach, ja, den Kopfball, setzt sich schön durch gegen den Innenverteidiger, gegen Zambrano und macht einfach das Ding hier rein. Und ja, dafür habe ich eigentlich auch reingebracht. Er bringt wieder mehr Durchsetzungsvermögen mit, ist wieder ein bisschen besser drin in der Partie, als auch in den letzten paar Folgen, wo er teilweise auch nicht mal gespielt hat, wo er Suar eigentlich auch ganz gut performt hat, außer in der letzten Folge natürlich, da war er katastrophal, deswegen spielt er auch jetzt wieder Rudnevs und der zeigt hier, wieso er mal wieder, oder dass er mal unbedingt wieder spielen möchte, gibt alles und macht hier auch direkt das 1:0, darüber bin ich schon mal sehr glücklich auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir das 1:0 machen.
weil sonst hätte es vielleicht so geendet wie in der letzten Partie gegen Bremen. Kommt in die Flanke rein, die kommt auch nicht schlecht und ja, kassieren wir direkt das 1:1. Ja, weiß nicht, ob ich das verhindern kann. Aigner hier mit dem Kopfball, mit dem Abstauber Kopfballtor. Eigentlich kommt die Flanke hier auf den Außen, der legt nochmal in die Mitte und ja, oder ich weiß gar nicht, wie der in die Mitte kommt. Auf jeden Fall irgendwie kriegt Aigner da den Ball und kommt zum Kopfball und macht leider hier das Tor. Und zum 1:1. Also zwei Kopfballtore, die bis jetzt hier die Partie geprägt haben. Machen wir weiter hier auf Çalhanoğlu, der weiter auf Van der Vaart ist. Ne, ist Arslan. Der weiter auf Çalhanoğlu, kommen wir vielleicht nochmal die Flanke suchen. Also ziehen wir einfach mal in die Mitte. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Machen wir nochmal auf die Außen. Och, habe ich nochmal den Schuss da schon auf die Außen probiert. Hat leider nicht hundertprozentig funktioniert. Hätte ich vielleicht einfach ja, in die Mitte ziehen müssen oder flanken müssen, aber nicht irgendwie so eine halbe ja, Sache dazu machen. Oh, der kommt gar nicht schlecht eigentlich. Van der Vaart, ja. Kann man denn mit dem Ball reinflanken oder können sie einfach zurückerobern? Und, ach, schade. Schade von Van der Vaart hier, eigentlich ganz gut gemacht, aber ja, kriegt leider trotzdem den Ball nicht. Jetzt Çalhanoğlu hier mit einem Seitenwechsel auf Dennis Siegmeier. Jetzt ist hier sehr wenig Platz, muss ich nochmal einen Seitenwechsel machen. Ja, machen wir doch auch mal. Oder hier einfach so einen langen Ball auf Westermann hier für Innenverteidigung. Das war auch sehr riskant, was ich hier gerade mit Westermann gemacht habe. Und Arslan verliert hier auch dann den Ball letztendlich. War wirklich alles sehr eng gerade im Mittelfeld, deswegen konnte ich keinen wirklich anspielen und musste eigentlich wirklich das Spiel sehr ruhig machen. Wäre beinahe in die Hose gegangen, wo ich mit Westermann fast den Ball verloren hätte. Es kommt hier Aigner oder Kittel ist das auf den Außen sehr gut durch. Boah, kommt wirklich sehr gut durch. Aber wir sind da. Sehr gut mit Diekmeyer. Jetzt weiter hier Beißer. Jetzt können wir dann mal lang spielen. Nee, das wollte ich überhaupt nicht so. Wollte ich eher auf den anderen spielen, der war wahrscheinlich im Abseits. Ja, haben wir auch ein bisschen Glück, dass der hier ankommt, aber Hauptsache er ist in unseren Reihen jetzt erstmal. Jetzt mal weiter hier auf Jansen. Oh, jetzt, der war ein bisschen voreilig. Der war wirklich ein bisschen voreilig gespielt. Ich habe gesehen, dass Rune jetzt einmal kurz gestartet ist, hat dann aber direkt wieder gestoppt. Und erst dann spiele ich den Ball, als er schon lange gestoppt hat. Und das ist natürlich nicht so hundertprozentig gut gemacht von mir. Aber ich habe einfach gedacht, Rune hat dann einen besseren Laufweg. Jetzt vielleicht Van der Vaart, sehr gut. Jetzt vielleicht mal der Ball auf Van der Vaart, sehr gut. Und jetzt am Torwart vorbei. Oh, schade. Da wollte ich eigentlich schlänzen, hat er sich den Ball aber ein bisschen weit vorgelegt und deswegen kommt er sehr nah am Torwart und der Torwart kann hier irgendwie noch mich behindern und dass ich einfach ganz, ganz weit am Tor vorbeischieße. Und es war wie gesagt ein Schlänzer, also ich weiß nicht, was er da, ob er da einen Außenriss gemacht hat oder mit rechts, was er eigentlich nicht kann. Machen wir weiter hier, oh schade, kommt leider nicht an. Aber Van der Vaart macht nochmal einen Übersteiger oder ja, geht einfach so nach außen, klappt leider nicht hundertprozentig. Oder nicht ganz, ich sag die ganze Zeit nicht hundertprozentig, ne? Ja, naja. Van der Vaart jetzt nochmal vielleicht. Nee, kriegt nicht. Oh, das wollte ich gar nicht. Da hat man nämlich auch gesehen, dass einfach der Pass total verkorkst war. Oder dass eigentlich der Spieler sich gar nicht für den Pass vorbereitet, auf den Pass vorbereitet hätte, der Spieler, der den Ball annehmen sollte dann letztendlich. Und ich wollte diesen Pass auch nicht spielen. Ich wollte eigentlich kurz spielen auf den, der im Prinzip einen Meter vor ihm stand, glaube ich. Kommen wir ran, oder? Mit Jansen. Schön gemacht von Jansen. Macht er sehr gut. Und jetzt einfach mal weiter. Van der Vaart jetzt hier lang. Ja, der kommt gar nicht schlecht. Vielleicht kann sich unser Spieler hier durchsetzen. Nee, der Torwart kommt raus und kann den Ball hier gut klären. Jetzt aber vielleicht mal Rudnevs. Ja, nee. Çalhanoğlu ist das, glaube ich. Kann hier das Kopfballduell leider nicht gewinnen. Ich hätte gerade einen Frosch im Hals, glaube ich, oder irgendwas. Konnte gerade irgendwie für ein paar Sekunden nicht sprechen. passiert auch mal. Ja, aber hier nochmal ein katastrophaler Fehler von mir. Der wird zum Glück nicht bestraft. Dafür wurde aber ein Tor trotzdem ja, bei mir eingeschenkt. Dortmund führt 3:1, Bayern 4:1. Der Rest, ja, 1:1. Also, ja, die beiden Top-Clubs aus Deutschland sind hier gut am Führen. Der Rest tut sich noch ein bisschen schwer, hier zu gewinnen. Jetzt machen wir weiter auf die Außen hier. Oh, was ist das denn? Weißt du, kannst du mir mal sagen, was du da machen wolltest? Also, ich habe nach unten gedrückt und wollte eigentlich ganz mal den Außenverteidiger anspielen. Und er spielt einen Pass in Lauf auf irgendeinen, der gedeckt ist. Das ist natürlich auch eine gute Variante, aber erobert sich den Ball hier zurück, macht sozusagen den Fehlpass wieder gut und der Ball kommt für Scheiße. Da konnte Beißer jetzt nichts für, sondern eher der Spieler, der den Pass gespielt hat und auch so ein bisschen ich, weil ich nicht gesehen habe, dass der gegnerische Verteidiger sich so gut freiläuft oder so gut den Raum zumacht, eigentlich eher, ne? Freilaufen tut er sich ja nicht. Und ja, jetzt kommt wieder das kleine Spielchen vom CPU, lässt einfach den Ball laufen, sodass man den Ball nicht bekommt, aber wir hätten ihn gerade fast bekommen, ja. Hatten ihn eigentlich auch schon, aber ich vertändel ihn trotzdem nochmal. Jetzt, ja, sehr gut, kriegen wir. Nur mal kurz. Ach komm, ich wollte eigentlich auf den Stürmer kurz spielen, auf Rudnevs. Hat aber leider überhaupt nicht geklappt. Jetzt nochmal, ja, da kriegen wir hoffentlich. Ne, oder? Ja, okay. Sehr gut. Machen wir noch kurz hier. Machen wir nochmal lang. Ja, der kommt sehr gut. Der kommt sehr gut, aber Rudnevs kann sich nicht durchsetzen gegen zwei Mann.
kann man nicht auch nicht erwarten, dass sich so ein Stürmer, der nicht wirklich so körperlich stark ist, nicht körperlich schwach, aber auch nicht körperlich stark, sich gegen zwei Leute durchsetzt. Deswegen, ja, bin ich jetzt nicht groß verwundert, wie gesagt, dass er sich hier nicht durchsetzt. Bei anderen Spielern würde ich mich jetzt vielleicht wundern, aber bei ihm, wie gesagt, nicht so sonderlich überraschend. So, jetzt können wir vielleicht mal einen Angriff laufen. Konter. Überbeißt, laufen wir einfach mal außen durch. Schön gemacht. Oh, schön gemacht vom Beister, aber irgend so ein Engine-Bug oder so lässt einfach Beister hier komplett ins Auslaufen mit dem Ball. Ja, nicht so schön. Beister hier noch nicht so hundertprozentig gut dabei in der Partie. Und durch eine sehr schöne Kombination kassieren wir jetzt das 2:1 und liegen mal wieder hinten. Ja. Durch Sebastian Rode im Hintergrund nochmal ganz leise die Frankfurter Tormusik, aber hört man fast gar nicht, glaube ich. Ja. Und hört sich an wie so ein Marsch irgendwie, die Tormusik, aber na, ich weiß nicht, ob ihr sie gehört habt. Jetzt vielleicht nochmal langer Ball auf Diekmeier, mal kurz. Diekmeier, willst du nicht mal freilaufen? Ja, schön gemacht. Jetzt Diekmeier mit der Flanke mal vielleicht und Rudnevs, na schade, leider nicht. Leider kann Rudnevs sich da nicht in Position laufen und somit kommt die Flanke dann auch nicht gut. Ja. Eigentlich müssen wir auch nochmal auswechseln, aber wir haben halt nicht so wirklich die Alternative auf der Bank. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn man so ein HSV spielt oder halt eine Mannschaft, die nicht so wirklich, ja, richtig gut ist, dann hat man halt auch nicht so wirklich die Alternativen auf der Bank und kann somit auch nicht wirklich gute Spieler einwechseln. Ich glaube, ich habe jetzt noch so drei Jugendspieler oder so auf der Bank als offensive Leute und dann, glaube ich, noch Sua. Ja, und das war's dann auch. Also haben wir natürlich noch Verteidiger auf der Bank und defensive Mittelfeldspieler. Aber das bringt uns jetzt eigentlich auch nichts, wenn wir die einwechseln, wenn wir hier ein Tor schießen müssen. Jetzt vielleicht nochmal ein langer Ball hier auf Arslan. Schön gemacht. Nehmen wir vielleicht mal gleich die Flanke auf Rudnevs. So, da ist es doch. Da ist die Flanke, da ist Rudnevs, aber er macht leider nicht rein. Jetzt nochmal der Schuss. Boah, schade, Çalhanoğlu. Der hätte auch mal vielleicht drin sitzen oder drin sein können. Schöner Schuss hier von Çalhanoğlu, aber leider ganz, ganz, ja, wenig am Tor vorbei, hat wenig gefehlt. Und jetzt wechseln wir einfach nochmal aus. Es muss sein. Ich glaube, soll ich Sua einwechseln? Ich wechsle, glaube ich, mal kurz die Formation auf eine 4-1-2-1 zur Formation. Wo ist denn die? 4-4-2 breite Raute, genau. So, und dann gucken wir nochmal, dass wir hier Fandorf auf die ZOM-Position, Çalhanoğlu auf die linke Mittelfeldposition, Beist auf die rechte. Und ja, Arslan kommt raus, würde ich sagen. Arslan kommt raus und Sua zusammen mit Rudnevs in den Sturm. Mal sehen, ob das klappt. Ich hoffe es einfach mal. Arslan könnte ich jetzt natürlich auch nochmal weiterhin spielen, das ist offensive Kraft, aber ja, was soll's. Habe ich jetzt einfach mal rausgenommen. Ich weiß nicht, ob er so der Beste ist, jetzt noch irgendwie im ZOM oder sowas zu spielen. Und wir hoffen doch, oder ich hoffe doch, dass es irgendwie mit zwei Stürmern nochmal klappen wird. Habe ich auch, glaube ich, mit dem HSV noch nie gemacht, mit zwei Stürmern zu spielen. Und ja, ich hoffe, wir können noch mal ein bisschen offensiver schalten, fällt mir gerade so ein. Oder auf. Ja, das war ein Foul, oder? Ja, genau, kriegt der Gegner hier Frankfurt Freistoß. Und ich hoffe, dass wir irgendwie nochmal den Ball bekommen, auf jeden Fall nochmal paar Angriffe fahren können hier, dass wir vielleicht nochmal Tor schießen können auf jeden Fall. Und Hauptsache, wir kassieren keins mehr hier. Frankfurt ist natürlich nicht ungefährlich und ich hoffe einfach, dass wir kein Tor mehr kassieren. Kommt der lange Ball hier oder der lange Abschluss vom Torwart auf Sua, der aber leider den Kopfball hier nicht gewinnen kann oder zumindest nicht so, dass wir weiterhin im Ballbesitz sind. Ja, jetzt müssen wir mal hier raufgehen. Schön gemacht hier. Schön gemacht von Jansen und jetzt Çalhanoğlu außen auf Jansen. Sehr gut. Komm, Jansen. Jansen, ach, komm. Den kann Jansen auch mal ein bisschen besser machen. Aber naja, will ich mich nicht beschweren. Sind so, ja, 75er-Spieler oder 76er, ne? Außer bei Van der Vaart dürfte man sich bei niemandem beschweren, weil die eigentlich wirklich nicht so die hundertprozentig besten Spieler sind. Also die besten jetzt, was die Welt angeht. Jetzt Sua, hier wird ins Kopfball geschickt oder auch nicht, sondern kriegt einfach die Chance selber. Aber macht sie nicht. Oder, ja, bringt den Schuss einfach gar nicht. Hätte ich vielleicht einfach mal so probieren sollen, aber ich hatte einfach Schiss, dass der Ball dann sowieso nicht reingeht, wenn ich den Ball mit Sua so aus der Position einfach vollspann mit links schieße. Aber so hat es, wie man gesehen hat, auch nicht geklappt. Und das bringt dann auch nichts. Dann bringe ich lieber den Schuss meistens, auch wenn das eine scheiß Position ist und sowas und scheiß Winkel, aber Hauptsache Schuss besser, als wenn man irgendwie den Ball verliert, ne? Oder der Torwart ihn einfach aufnehmen kann. Jetzt komm. Oh, schade. Wir brauchen nochmal den Ball. Wir brauchen noch ein einziges Mal den Ball zumindest. Um hier nochmal vielleicht einen Angriff zu fahren. Sehr gut. Jetzt haben wir den Ball mit Çalhanoğlu. Laufen wir einfach mal außen durch. Laufen wir doch einfach mal außen durch. Dann spielen wir jetzt mal weiter auf Jansen.
Machen wir weiter hier. Wir wollen da oben auf Chalanulu, ja. Okay. Jetzt stoppen wir mal ab. Nur im Rückraum weiter. Kurz. Und Sua? Oh nein, gegen den Pfosten. Ah, das kann nicht sein, ey. Oh, der ist schlecht gespielt. Der ist sehr schlecht gespielt. Der Ball, den hätte ich viel, viel ruhiger spielen müssen. Aber mich ärgert, dass das jetzt der Ball gegen von Sua gegen den Pfosten ging. Das war wirklich eine sehr gute Chance. Wirklich sehr gut herausgespielt, wie ich finde. Einfach gutes Kurzpassspiel und einfach, ja, Pech im Abschluss gehabt. Ich glaube, irgendwie will FIFA hier nicht mit uns. Sodass wir wahrscheinlich jetzt das dritte Spiel in Folge verlieren werden. Aber naja, auch damit muss man leben. Ja, wir sind in der Bundesliga, reales Geschehen. Oder, ja, Liga-Geschehen halt. Jetzt nochmal vielleicht ein langer Ball. Ne, der kommt sowieso nicht an, aber ich denke, jetzt ist das Spiel auch vorbei gleich. Ich denke, wir kriegen auf jeden Fall keinen Angriff mehr. Jetzt macht vielleicht, Braunschweig hätte ich jetzt beinahe gesagt. Die Frankfurt nochmal vielleicht ein Tor. Ja, wir kommen auch gar nicht mehr hinten raus. Das ist natürlich auch sehr gut. Jetzt nochmal hier ein Schuss von Meier. Jetzt nochmal vielleicht der lange Ball, aber das dürfte jetzt auch gewesen sein. Pfeift er nicht ab? Doch, pfeift er jetzt ab. Und somit verlieren wir auch wieder sehr unglücklich mit 2:1. Also ähnlich unglücklich wie das letzte Spiel gegen Werder Bremen. Auch hier hatten wir wieder, glaube ich, 2 Pfostenschüsse dabei. Und das hätte auf jeden Fall auch ein 3:2 für uns sein hätte können, ja, aber hätte Fahrradkette, ne, ist es nicht geworden. Und somit verlieren wir jetzt 2:1 und stehen jetzt nicht so geil da, muss ich sagen. Ich glaube, 7.-8. müssen wir sowas sein in der Art. Und bester ist noch Rudnevs gewesen mit seinem Tor. Und ja, Dortmund und Bayern gewinnen souverän. Also von der Halbzeit her hat sich gar nichts geändert. Alle Partien sind so geblieben, wie sie von der Halbzeit her waren. Und ich hoffe, wir fliegen jetzt nicht aus dem Verein raus, ja. Weil wir hatten ja letztes Mal schon eine Mahnung bekommen, dass wir besser spielen müssen. Jetzt haben wir nochmal eine Pressekonferenz vom nächsten Spiel gegen Nürnberg, wird das anscheinend gehen. Und auch hier motivieren wir wieder unsere Mannschaft, ja. Was bleibt uns anderes übrig? Dann haben wir noch einen Monatsbericht unserer Jugendmannschaft. Henriquez wäre schon spielbereit. Ja, okay. Mal sehen, ob wir den schon in unser Team reinpacken wollen. Spielt im Mittelfeld anscheinend, aber da haben wir eigentlich erstmal genug. Da kann er erstmal noch ein Jahr in der Jugendmannschaft bleiben, glaube ich. Und Morillo hier, auch noch ein guter Mann, der kann auch nochmal weiter ein bisschen darin bleiben, in der Mannschaft. Und ja, nee, das wollte ich jetzt nicht hier. Interessante Meldung, aber die wollte ich jetzt eigentlich nicht aufrufen. Und das sollte jetzt auch erstmal für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt meinen kleinen Aufnahme, ja, Marathon will ich nicht sagen. Das waren jetzt 3 Aufnahmen hintereinander halt. Für heute stoppe ich das jetzt, oder höre ich jetzt erstmal auf, Karrieremodus aufzunehmen. Und wie gesagt, die letzten 3 Folgen, diese und die letzten beiden, habe ich in einem Rutsch aufgenommen. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und, oder es hat euch einfach gefallen, ja. Gebt gerne einen Daumen hoch, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und im nächsten Spiel geht es dann, wie gesagt, gegen den 1. FC Nürnberg, ja, auswärts. Wird natürlich auch wieder kein einfaches Spiel, aber da müssen wir dann auch wirklich mal gewinnen, ja. 3 Punkte sind da wirklich eigentlich schon Pflicht. Und ich hoffe natürlich, dass unser vielleicht Ivicevic wieder fit ist, weiß ich nicht. Nee, glaube ich jetzt ja noch nicht, aber ja, wir versuchen natürlich trotzdem das Beste aus unserer Mannschaft rauszuholen. Und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, bis zur 13 müsste es dann sein, nächste Folge. Diese ist die 12. genau. Und da würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ja, haut rein und ciao.
So, für den Cut muss ich mich entschuldigen, ja. Ist gerade was dazwischen gekommen, aber ist auch nicht so wichtig. Wir führen 3-0. Das ist eigentlich das, was zählt. Costa, das war gar nicht Costa, das war glaube ich Song hier. Ja, und Song hier mit direkt mit dem Freistoß. Vielleicht finden wir Griezmann wieder unten. Ne, leider nicht ganz, aber Costa ist ja auch noch da. Machen wir den langen Ball vielleicht mal einfach in die Spitze auf Modric, aber es klappt leider nicht wirklich gut. Aber Modric kommt vielleicht noch ran. Nicht ganz, die faulen stattdessen lieber den Torwart. Ja, kriegt Modric hier auch zurecht gelb für. Muss ich sagen, also bin ich natürlich ein bisschen ungestüm gegen den Torwart hier vorgegangen. Ich dachte, ich kann den Ball noch irgendwie wegtackeln. Aber leider habe ich den Torwart getroffen, den armen De Gea hier. Und ja, ist mir aber auch nicht so wichtig. Also solange er kein Gelb-Rot bekommt, ist es mir eigentlich relativ egal. Ja, haben wir. Na, kriegt der Gegner leider Freistoß. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht wieso. Aber ja, ist halt Fakt, ne? Sehr schön, den haben wir. Mhm. Weiter hier. Schön. Auf Griezmann. Griezmann, ja. Ne. Wenn mir der Ball schön weggetackelt, kann ich dann leider nichts mehr machen. Jetzt Song. Schön mit einer guten Aktion hier. Auch hier Varane schön. Tackelt den Ball gut raus. Jetzt hauen wir den einfach mal nach vorne. Ja, nach vorne und nicht dahin. Das wird jetzt ein Tor wahrscheinlich. Oh, schön gehalten von Courtois hier auf jeden Fall. Muss ich ihn auf jeden Fall nochmal loben. Weil dieser Abschluss war irgendwie nicht geil. Den wollte ich eigentlich komplett anders. Aber bügelt seinen Fehler wieder aus mit der schönen Glanzparade hier. Gegen den Spieler vom Gegner. Und er macht jetzt hier kurze Ecke. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wieso. Oder er kommt nicht schlecht. Aber die Flanke hier einfach ja viel zu bedrängt geschlagen. Deswegen kann er hier einfach ja keinen wirklich in der Mitte finden. Und die Flanke auch wie gesagt nicht gut schlagen. Machen wir hier weiter. Song jetzt auf Griezmann. Ja, und lupfen wir. Och, bitte. Jetzt habe ich den Spieler gewechselt, anstatt zu lupfen. Ja, sowas hasse ich auch meistens. Oder ist einfach meistens kacke, so. Machen wir mal hier weiter. Auf Song, aber das klappt leider nicht. Aber Diego Costa ist noch dran. Nee, leider nicht ganz. Das war, glaube ich, gar nicht Song, oder? War das Song eben, der da steil gelaufen ist? Weiß ich gar nicht. Oh, komm, den kriegen wir. Storage ist natürlich auch kein langsamer. Oh, der geht rein. Ach. Schön hier von Courtois. Also habe ich ein bisschen Glück gerade, dass der nicht reingegangen ist, muss ich sagen. Weil Eto'o ist eigentlich ein Spieler, der sich da öfters mal durchsetzt. Oh. Aber auch hier hätte sich Diego Costa mal durchsetzen können. Ziemlich knappes Spiel hier auf jeden Fall. Wobei ich halt 3-0-4 und führe und ich glaube ich auch die bessere Mannschaft bin. Oder ja, würde ich einfach mal so sagen. Ich will mich jetzt nicht selber loben oder so, aber ich denke einfach mal, dass ich hier ein bisschen besser im Spiel drin bin als mein Gegner. Spielen wir mal hier lang. Oh, auf den wollte ich gar nicht. Och, Diego Costa, Mann. Was ist das denn gewesen? Ich meine, entweder er kriegt den Ball und spielt ihn weiter auf Griezmann oder der Ball kommt direkt auf Griezmann. Aber es war leider beides nicht der Fall. Oh, das war nicht gut. Oh, kommt trotzdem durch, Mandzukic, sage ich schon. Modric mit der guten Flanke hier und... Ne, Sanchez kann sich hier leider nicht durchsetzen. Schön von Sanchez. Bringen wir die Flanke? Ja. Auf Griezmann und Griezmann macht sein zweites Tor hier. Auch auf Kopfball spielen kann der. Aber nice. Ja, hier ist Sanchez auf Griezmann und Griezmann setzt sich hier einfach mal durch und platziert den Kopfball richtig stark. Also das hätte Costa zum Beispiel gar nicht besser machen können hier in dem Fall. Und ich habe schon das Gefühl, Griezmann ist auf jeden Fall ein richtig geiler Mann, hoffe ich zumindest mal. Dass er auch weiterhin so performt natürlich, aber wie gesagt, also ich bin schon sehr überzeugt gerade von Griezmann, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich hoffe natürlich, ich spreche ihn überhaupt richtig aus. Kann natürlich auch sein, dass er Griezmann oder sowas ausgesprochen wird, aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich würde ihn jetzt einfach mal Griezmann aussprechen. Ich weiß auch nicht mehr, er kommt glaube ich aus Frankreich, ne? Vielleicht heißt er dann auch Griezmann oder sowas in der Art. Griezmann, weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Aber ich nenne ihn Griezmann. Also würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass er so heißt. Und hier sehen wir nochmal das erste Tor. Das kann ich nochmal kurz laufen lassen hier. Schöner Schlenzer in die lange Ecke. Lässt sich hier keine Chancen, auch den ganzen anderen Spielern nicht. Mein Gegner hatte sogar mehr Schüsse, ja, aber man sieht einfach, dass teilweise Schüsse auch nicht wirklich die Qualität aussagen. Also ich hatte, glaube ich, ja, wie gesagt, gleich viel Schüsse aufs Tor wie der Gegner. Oh, aber der Gegner hat sie einfach nicht reingemacht, ne? Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Der Gegner hat einfach, ja, keine gute Chancenverwertung. Jetzt Diego Costa nochmal vielleicht. Machen wir nochmal den Fake-Shot hier. Sanchez nochmal. Oder ist es überhaupt Sanchez? Ja, es ist Sanchez, aber er kann sich hier leider nicht durchsetzen. Habe ich, ja, sehr gut, von Miranda oder Miranda. Auch wieder so ein typischer Fall. Modric jetzt hier. Schön von Modric. Oh, schade. Setzt sich eigentlich ganz gut durch gegen zwei Gegenspieler, aber der dritte ist dann einfach zu viel. Oh, schade von Sanchez. Wollte hier nochmal einen Scoop-Turn ansetzen, aber hat leider nicht geklappt. Jetzt Varane. Ja, schön.
Ach, schade. Wollte ich nochmal mit dem Roulette hier vorbeiziehen, aber es gibt Freistoß. Und vielleicht hat Griezmann jetzt. Ich glaube, der hat einen ganz guten Freistoßwert. Ich glaube, ja, die Kraft ist hier leider nicht so gut, aber er hat 98 Finesse. Alter, wie übertrieben ist das denn bitte? Gucken wir doch mal, ob der hier vielleicht was wird. Ah, schade. Leider nicht. Gar nicht mal so schlechter Freistoß von Griezmann hier, aber leider, wie gesagt, ja, ein bisschen zu fest, glaube ich, noch aufgeladen. Insofern leider hier nicht ins Tor oder nicht aufs Tor auch. Sanchez jetzt hier, aber kriegt den Ball hier leider nicht behauptet. Sanchez, wie gesagt, gefällt mir leider nicht so gut wie in FIFA 14, wie in FIFA 13. Da hat er mir noch richtig gut gefallen, da habe ich ihn auch dauerhaft in meinem Liga BVA-Team gespielt. Jetzt gefällt mir ehrlich gesagt Vela viel besser, oder ja, besser einfach. Schön jetzt von Ruben Pardo und er hat einen geilen Distanzschuss, ja. Boah, schade. Also wie gesagt, er hat eine richtig gute Schusskraft irgendwie von 90 oder sowas. Und auch einen guten Distanzschuss irgendwie von 84, 85 sowas. Also jetzt Weitschuss, ja, Longshot, was auch immer. Jetzt hier nochmal weiter. Gucken wir nochmal, was hier draus wird. Aber das ist für mich ein Foul, muss ich ehrlich sagen. Naja, der Gegner kommt trotzdem wahrscheinlich nicht mehr dran, oder? Ne, geht ins Aus. Haut ihn sich hier selber ins Aus. Jetzt machen wir mal lang hier vielleicht, ja, auf Modric. Oh, schade. Wollte ich nochmal hier den Standing Fake Shot machen, wenn der überhaupt so heißt. Keine Ahnung. Aber finde ich teilweise echt effektiv. Hat man, glaube ich, auch gesehen. Jetzt machen wir mal lang. Oh, den wollte ich eigentlich auf Griezmann. Was hätte man noch anders gedacht? Ja, und der ist im Abseits, oder? Ist der im Abseits? Ja, leider. Leider ganz knapp im Abseits des Sanchez. Er hätte ihn auch gut reingemacht, aber wie gesagt, hier sieht man es relativ deutlich sogar noch im Abseits. Und deswegen zu Recht hier der Abseitspfiff. Aber Sanchez zeigt, dass er auf jeden Fall auch einen guten Abschluss hat. Leider, ja, nicht so die besten Laufwege teilweise. Oder setze ich auch einfach nicht durch. Aber ja, vielleicht kann das ja noch werden. Vielleicht zum Beispiel jetzt, aber der Pass kommt leider nicht an auf Sanchez. Costa setzt sich aber gut nach und ich will nochmal kurze Worte zum Gegner verlieren. Also, der Gegner spielt wirklich nicht so, als würde man in Liga 2 hier bestehen können. Oh, was war das denn? Jetzt vielleicht nochmal ein Longshot? Ja, was war das denn? Das war doch Pardo, oder? Das müsste eigentlich Pardo gewesen sein und ich dachte, er hat einen richtig geilen Longshot, aber hat man hier nicht wirklich gesehen. Aber nochmal kurz zum Gegner. Also, der Gegner hält einfach wirklich überhaupt nicht dagegen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der in Liga 2 gekommen ist. Und freut mich natürlich, dass ich hier so ein bisschen dann die Klasse auch von Griezmann und auch Diego Costa hier ein bisschen zum Einsatz, ja, oder ein bisschen einsetzen konnte. Ne? Aber der Gegner hat, wie gesagt, auch nicht wirklich viel fürs Spiel gemacht. Jetzt machen wir vielleicht nochmal einen Schuss mit Ruben Pardo gleich. Ne, das war leider nichts, da wollte ich, glaube ich, ein bisschen zu einfach jetzt in die Mitte ziehen. Das klappt leider dann auch nicht immer. Macht er wahrscheinlich gleich wieder lang, genau. Alexandre Song ist aber gut da. Oh, da werde ich nochmal gut vom Ball getrennt. Den habe ich aber, oder? Den habe ich, sehr gut. Jetzt machen wir nochmal weiter hier. Ziehen wir jetzt nochmal nach innen, das bietet sich ganz gut an. Und jetzt Pardo. Jetzt mal ein Longshot. Ah, schade. De Gea ist leider da. Hätte ja klappen können. Es gibt viele, die auch aus solchen Positionen mal einfach mal ein Tor schießen. Ja, wollte ich natürlich auch mal kurz probieren, aber bei mir klappte was natürlich leider nicht. Nochmal schöne. Jetzt nochmal vielleicht. Ja, schön von Sanchez. Ach, der war scheiße. Der war richtig scheiße, hat man, denke ich, mal gesehen. Eigentlich ganz gut durchgekommen mit Sanchez auf jeden Fall. Aber das war einfach total Käse. Jetzt Modric vielleicht nochmal. Alexis. Alexis macht auch mal sein Tor hier. War nicht so sonderlich gut rausgespielt jetzt, aber ja, immerhin nochmal ein Tor durch Alexis. Ja, will ich ihn auch nochmal ein bisschen was gönnen. Hier sieht man es nochmal eigentlich total verkorkst. Der Übersteiger total auf dem Torwart drauf. Und er wollte ich eigentlich in die lange Ecke stellen mit dem rechten Fuß, aber er macht es mit dem linken. Und irgendwie unter dem Torwart durch, ist natürlich auch eine Variante. Und mich wundert das ein bisschen, dass der Gegner noch nicht rausgeht hier. Wahrscheinlich hat er es öfters, dass er hier so weit hinten liegt oder so hart hinten liegt. Einfach jetzt nochmal Alexis, nochmal weiter hier auf Jordi Alba vielleicht. Jetzt machen wir nochmal weiter auf Alexis. Ja, vielleicht kann er auch nochmal sein zweites Tor machen. Ja, wollte ich mit dem Roulette gerade ein bisschen überflüssig, glaube ich, in die Mitte gehen. Hätte ich auch ein bisschen anders lösen können, aber naja. Ich will es nochmal ein bisschen zu schön machen, aber natürlich, ich meine, wenn man 5-0 führt, was soll man dann noch irgendwie richtig geile Tore machen? Richtig heftige, also so, ja, normale Tore jetzt machen, sag ich mal. Wenn eigentlich noch Tore da sein müssen, dann halt schöne Tore, ne? So irgendwie Compilations oder so. Das habe ich mir auch eigentlich übrigens überlegt, irgendwie mal eine Compilation zu machen oder sowas, weil ich habe nur das eine oder andere ganz gute Tor eigentlich schon jetzt auch aufgenommen. Also nicht jetzt unbedingt im Let's Play, aber auch, ich nehme mir normalerweise auch auf, wenn ich nicht jetzt unbedingt mein Let's Play hier was mache. Und ja, da habe ich teilweise auch schon ganz ordentliche Tore auf jeden Fall gemacht, die ich eigentlich ganz schön fand.
Und die kann ich, denke ich, auch mal in die Compilation verpacken. Ich brauche nur halt genug natürlich, ne? Wie gesagt, also es ist natürlich jetzt nicht irgendwie, eine Compilation ist nicht aus zwei, drei Toren jetzt bestehend oder aus so 4, 5 vielleicht. Ganz außen vielleicht jetzt schöner Ball hier auf Griezmann, richtig schön. Mal sehen, was er jetzt draus macht. Machen wir mal den Schlenzer, aber das klappt leider nicht. Oh, oh ja, der Torwart. Den habe ich. Sehr gut. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so geil, ja. So ein Tor zu machen, aber pff, kann ich ja nicht für, wenn er so einen Scheiß mit seinem Torwart macht. Eigentlich wollte ich ihn nochmal richtig schön am Torwart vorbeischnitzen und eben mit Griezmann, aber das hat leider überhaupt nicht geklappt, wie man gesehen hat. Oh, und jetzt macht man den Gegner, glaube ich, nur noch Scheiße. Oh, ja, schön. Na, schade. Ich will nochmal vielleicht ein schönes Tor schießen, also nochmal so ein richtig geiles. Ich denke mal nicht, dass es mir jetzt unbedingt gelingen wird, aber ich versuche es zumindest nochmal. Ja, hier vielleicht nochmal. Oh, den wollte ich gar nicht so. Denke ich, hat man schön gesehen, dass dieser Ball einfach nicht so gewollt war. Oh, jetzt macht der Gegner vielleicht nochmal ein Tor. Nee, macht er nicht. Courtois ist da. Und auch mein Verteidiger hat sich gut positioniert, um einfach ja das Tor nicht passieren zu lassen, sage ich mal. Und das ist meiner, glaube ich. Richtig. Sanchez ist jetzt mit dem Einwurf. Können wir vielleicht nochmal unten spielen, ja? Machen wir vielleicht mal lang auf Song. Der setzt sich vielleicht auch durch. Nee, leider nicht. Aber jetzt, ja, schön. Song. Oh, fuck. Oh, fuck. Gib trotzdem Ecke. Ich dachte eigentlich, er macht die Schusstäuschung komplett anders. Aber war leider irgendwie, ja, nicht so geil jetzt. Oh, der geht nicht rein. Okay. Na gut, ich für 6-0. Da ist es eigentlich auch egal. Komm, spielen wir nochmal in die Füße hier. Nee, spielte du der leider nicht. Das ist es jetzt, denke ich, auch gewesen. Ja, Diego Costa nochmal mit einer schönen Aktion. Wir werden vielleicht nochmal Griezmann ins Boot holen, aber da pfeift der Schiedsrichter leider ab. Ein gutes Spiel, 6-0 gewonnen. Wie gesagt, der Gegner hat irgendwie nicht gut gegengehalten. Weiß ich nicht, wieso der in Liga 2 jetzt unbedingt gekommen ist. Aber mich freut es natürlich umso sehr, dass wir hier direkt mit einem guten Start hier einsteigen konnten mit diesem Team und ich auch Griezmann gut vorstellen konnte. Vielleicht werde ich nochmal mit ihm spielen, aber ich denke, ich werde ihn auch so schnell wie möglich erstmal wieder verkaufen, dass ich einfach genug Geld dann rausbekomme aus ihm wieder oder keinen Verlust mache einfach. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch dass ihr gesehen habt, wie gut Griezmann hier aufgespielt hat. Und Diego Costa natürlich auch. Und auch Sanchez war nicht schlecht dabei. Und somit möchte ich diese Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mal vielleicht Feedback dalassen, wie ihr ihn findet. Aber ja, bis dann. Haut rein.